Hallo und willkommen zurück zu Tag 3 unserer Erntedankwoche. Heute ist das Thema fair. Der Vers dazu steht in, einen Moment, Deuteronomium 24, 19 bis 22. Wenn du deine Ernte auf dem Feld hältst und eine Gabe auf dem Feld vergisst, so sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll sie sein, damit der Herr, dein Gott, dich segne in allem Werk deiner Hände. Wenn du deine Oliven abschlägst, so sollst du nicht hintendrein die Zweige absuchen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es sein. Wenn du deinen Weinberg liest, so sollst du nicht hintendrein Nachlese halten. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es sein. Und du sollst gedenken, dass du ein Knecht im Land Ägypten gewesen bist. Darum gebiete ich dir, dies zu tun. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Jahr Tomaten zum Beispiel selber angebaut hat oder irgendwelche Pflanzen. Wenn ihr nicht gerade einen super grünen Daumen habt, dann habt ihr dieselbe Erfahrung wie ich gemacht, dass euch die Tomatenpflanzen wahrscheinlich schon 3 oder 4 Mal eingegangen sind. Ihr habt sie rausgepflanzt, vielleicht zu früh, vielleicht zu spät, dann hat es vielleicht zu doll geregnet oder zu wenig geregnet. Und die Pflanze, die ihr gepflanzt habt, die ihr vielleicht gehegt und gepflegt habt, hat keine Frucht gebracht. Und etwas, was man merkt, wenn man so eine Pflanze großzieht, also wenn es nicht regnet oder die Sonne nicht genug scheint, wenn es zu heiß ist, dann wird die Pflanze einfach nichts. Und es ist ziemlich leicht bei einer Pflanze, da den Blick dafür zu behalten, dass es von Gott abhängt, ob diese Pflanze was wird oder nicht. Das heißt, am Ende ist es auch leicht, diese Ernte auf Gott zu beziehen und Gott dankbar zu sein dafür, dass diese Ernte gelingen konnte. Wenn du aber am Ende des Monats auf dein Konto schaust und da ist dein Gehalt gekommen von deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin, dann ist es manchmal schwer, da den direkten Bezug zu Gott zu finden. Vielleicht denkst du, okay, ich habe hart dafür gearbeitet, ich habe mir das Geld verdient. Oder vielleicht denkst du, ja, es ist ja selbstverständlich, dass mein Arbeitgeber mich bezahlt. Aber trotzdem ist es ja eine Art von Ernte und trotzdem sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, dass nichts von dem möglich wäre, ohne dass Gott es uns schenkt. Und jetzt ist es so, dass wir aus der Bibel wissen, dass Gott ein Gott der Armen und Schwachen ist. Ein Gott, der immer sich als Anwalt darstellt für diejenigen, die ja keine Lobby in unserer Welt haben. Und deshalb ist es logisch, dass ein Teil dieser Ernte, die Gott uns schenkt, auch denen gehört, die nicht so viel haben. Und dass Gott einen Teil dessen, was er uns schenkt, denjenigen abgeben möchte, für die er einsteht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch selber immer wieder bewusst machen, diese Ernte, die wir jeden Monat einfahren, gehört eigentlich gar nicht uns. Sie ist nur da, weil Gott sie uns aus seiner Gnade geschenkt hat. Und deshalb ist es eigentlich auch nicht schwer, etwas davon abzugeben für diejenigen, die es eben brauchen. Zu Erntedank sammeln wir immer dieses Erntedankopfer ein, haben es auch dieses Jahr wieder getan und viele andere Gemeinden tun das auch. Viele sammeln auch für Brot für die Welt oder so. Und ich glaube, das ist eine gute Erinnerung, ein guter Brauch, sich klarzumachen, dass das, was wir in diesem Jahr bekommen haben, Geschenke von Gott sind und dass wir sie teilen sollen mit den Armen und Schwachen, dass wir nicht aufs Feld gehen sollen, um die letzte Gabe noch einzusammeln, sondern dass wir die Gabe liegen lassen sollen, im übertragenen Sinne. Aber auch in den anderen Monaten, wo wir auch regelmäßig unser Gehalt bekommen normalerweise oder unser BAföG oder unser Taschengeld, ist es richtig, damit verantwortlich umzugehen und davon was abzugeben an diejenigen, die es wirklich brauchen.